Die Hälfte des Lesejahres ist schon wieder rum und deshalb wollte ich euch heute zeigen, welche Bücher eigentlich meine Highlights im ersten halben Jahr waren. Viel Spaß bei dem Video! Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Halbjahresfavoriten geben und das Ganze mache ich zusammen mit der Jasmin von The Jolly Mimi X3. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox verlinkt, wenn ich daran denke, blende ich sie euch hier auch in der Infocard ein. Hier seht ihr ein Foto von ihr, das ist sie. Ich finde sie so mega sympathisch. Ich habe sie vor kurzem erst leider entdeckt und sie macht einen Kanal mit Lifestyle, sie hat auch einen Vlogging-Kanal. Aber gleichzeitig integriert sie auch immer wieder in ihren Kanal Bücher und hat das Lesen auch erst vor kürzerer Zeit für sich entdeckt, was ich wahnsinnig toll finde. Und wir sind dann so in den Austausch gekommen und haben so überlegt, ja, oh, lass uns mal zusammen ein Video machen. Und da die Hälfte des Jahres vorbei ist, dachten wir uns so, ja, wir machen die Halbjahresfavoriten und schauen mal darauf, was wir im ersten Lesehalbjahr von 2017 alles so verschlungen haben und welche die absoluten Highlights waren und präsentieren die euch. Und ich glaube, zu all meinen Highlight-Büchern, die ich euch jetzt zeigen werde, gibt es tatsächlich auch Rezensionen, die ich euch natürlich ebenso wie die Bücher in der Infobox verlinken werde. Da findet ihr, wie gesagt, auch Jasmins Kanal und ihr Video. Also seid gespannt und schaut da gerne vorbei. Und jetzt würde ich sagen, habe ich genug drum herum geschwafelt. Wir starten durch. 2017 war für mich ein sehr durchwachsenes Lesejahr, einfach weil ich eine dicke Leseflaute hatte. Von daher kann ich euch heute auch nur 5 Highlight-Bücher präsentieren, weil ich glaube ich im Mai gar nichts gelesen habe bzw. gar nichts beendet habe und daher da auch kein absolutes Highlight hatte. Und somit sind es nur von Januar bis April und im Juni meine Highlights gewesen. Wobei ich glaube, hier ist nicht mal eins aus Juni dabei. Ist aber auch egal, es sind 5 Stück und das ist ja das Entscheidende. Das erste Buch, was ich euch heute vorstellen möchte und was ich auch der Jasmin an dieser Stelle wärmstens empfehlen kann, ist Witch Hunter. Hier habe ich stellvertretend jetzt den 2. Band, weil ich den 1. tatsächlich gerade verliehen habe und die Videoidee halt einen Tag zu spät kam. Da war das Buch dann schon weg und dann dachte ich mir so, oh, blöd, blendest du das Ganze ein? Und dann habe ich mir so überlegt, nein, du nimmst einfach stellvertretend den 2. Band, weil die sich eigentlich vom Cover her gar nicht so arg unterscheiden und man jetzt nicht den größten Unterschied merkt, außer dass das hier rot geschrieben ist und beim 1. Band ist es schwarz geschrieben, genau. So, Jessie, was ist los mit dir? Dein Gedächtnis? Ich werde alt, merke ich immer wieder. Auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um Elizabeth. Und Elizabeth ist eine Hexenjägerin. Eine sehr begnadete, junge Hexenjägerin, die nach Aufmerksamkeit und Anerkennung strebt. Und mit ihrem besten Freund Caleb zusammen macht sie sozusagen die Welt der Hexen sehr, sehr unsicher. Eines Tages jedoch wird sie selber der Hexerei angeklagt und landet im Kerker. Und hofft natürlich auf die Gnade ihres Herren und auch ihres besten Freundes Calebs. Doch sie erfährt eben diese Gnade von jemandem, von dem sie es nie erwartet hätte, nämlich von einem Hexenmeister. Und dieser rettet ihr Leben. Daraufhin verändert sich natürlich ihre ganze Welt, weil sie auf einmal in einem ganz anderen Setting aufwacht. Und was genau dort passiert und wie sich das Ganze gestaltet und warum dieser Hexenmeister sie gerettet hat, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand es einfach absolut gut. Ich habe das in einer Leserunde mit Jenny, Franzi und Lea von When Love Speaks zusammengelesen. Also Jenny und Franzi kennt ihr wahrscheinlich von Regenbogengarten von die Bücher sehen, deswegen habe ich diese Namen jetzt nicht dazu erwähnt. Und ja, ich fand es einfach absolut gut. Ich war total begeistert. Ich mochte dieses mittelalterliche Setting. Ich würde ja fast sagen, das ist für alle, die so auf diese Machtspielchen mit Hexerei, auf Rain, die Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist absolut empfehlenswert. Da bin ich gerade total im Flash und im Sog von dieser Serie. Aber auch, es geht so ein bisschen in die Richtung von Game of Thrones, auf jeden Fall so vom Setting, von der Charakteristik. Es ist natürlich kein Kampf um irgendeinen Thron in dem Sinne, aber es ist halt dieses Mittelalterliche und deswegen kann ich euch das nur wärmstens empfehlen, wenn ihr auf sowas steht. Da werdet ihr ja auf jeden Fall bedient mit allem Möglichen, auch mit Fantasy-Elementen und so weiter und so fort. Und für mich hat das damals einfach 5 Sterne gekriegt. Wenn ihr an dieser Stelle noch mehr davon erfahren wollt, dann schaut gerne bei der Rezension vorbei. Außerdem auf meine Jahresfavoriten oder auf meine Halbjahresfavoritenliste, meine Güte, ich muss das auch schon richtig sagen, hat es geschafft von Mona Carsten, Trust Again.
Ich muss dazu, glaube ich, nicht ganz so arg viel sagen, weil diese Bücher einfach die große, große Runde machen. Jeder kennt sie, jeder liebt sie gefühlt und das ist auch gut so, denn sie sind einfach toll. Sie bedienen das New Adult Genre einfach absolut. Hier geht es um Dawn und Dawn trifft eines Tages auf Spencer und als sie auf ihn trifft, weiß sie, dass sie sich einfach hoffnungslos in ihn verlieben wird. Sie will das aber nicht, aus diversen Gründen, die in ihrer Vergangenheit halt zu finden sind. Welche das sind, möchte ich an dieser Stelle überhaupt nicht aufwärmen. Das müsst ihr selbst herausfinden und lesen. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Mir hat es absolut gut gefallen. Es ist eins der Bücher, wo man sich wohlfühlt, wo man sich wiedererkennt, wo man Mona drin findet. Die Autorin hat ja auch selbst einen YouTube-Kanal und es ist einfach ein Buch, was einem ein gutes Gefühl verleiht, was einem zeigt, dass es auch nach schweren Phasen irgendwie weitergeht. Und das hat Mona einfach absolut drauf und sie hat das so, so verdient, dass ihre Bücher so einen großen Hype und Anklang finden. Und ich bin schon so so gespannt auf viele Gen. Mein Gott, ich habe schneller gedacht als gesprochen. Und ich freue mich einfach drauf. Und auch dieses Buch hat damals von mir 5 Sterne gekriegt. Und auch dieses Buch habe ich, glaube ich, mit Jenny zusammen gelesen. Ich muss mehr mit Jenny lesen, dann habe ich immer nur gute Bücher. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Jenny. Und ich glaube, Jasmin hat das tatsächlich auch schon gelesen. OMG. Ich habe mir ja damals von Sarah sagen lassen, dass dieses Buch echt gut ist. Hab dann auch dazu gegriffen, einfach weil Sarah so von dieser Geschichte geschwärmt hat. Und ich gedacht habe, wenn Sarah so davon schwärmt, dann muss ich es einfach lesen. Und gesagt, getan. Secret Fire, die Entflammten, habe ich gelesen und oh, es war so gut, es war einfach so, 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 so toll. Hier geht es um Sascha und um Taylor und beide führen zwei ganz unterschiedliche Leben. Taylor ist sehr strukturiert und weiß, wo sie hin möchte. Sascha im Vergleich dazu ist ein, ja, Rebell. Er macht einfach nur noch das, worauf er Bock hat, weil er weiß, dass er sein 18. Lebensjahr nicht mehr erleben wird. Und warum, wieso, weshalb, müsst ihr selbst herausfinden, das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Doch Taylor ist diejenige, die ihn davor bewahren kann, was ihm blüht. Und als die beiden zueinander finden, auf ganz mysteriöse Umwege, da stellt sich sehr, sehr schnell heraus, dass sie mehr verbindet, als sie jemals zu glauben vermocht haben. Ja, ich kann das gar nicht so toll beschreiben, wie die Geschichte tatsächlich ist. Es ist auch von CJ Dothery, ich weiß nicht, wie diese Frau ausgesprochen wird, ich breche mir jedes Mal die Zunge bei ihrem Namen, und Karina Rosenfeld geschrieben. Die Autorin, also die erste, die CJ, die hat auch Night School geschrieben und Night School ist ja eine meiner Lieblingsreihen, eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich sehr, sehr liebe und mag und einfach total gehypt und gefangirlt habe. Und mit Secret Fire habe ich erst Angst gehabt, dass sie es nicht wieder so erfüllen kann, wie sie es mit Night School getan hat, aber doch, sie konnte und sie hat meines Erachtens sogar noch mal einen oben drauf gesetzt, weil sie hier jetzt tatsächlich mal Fantasy-Elemente in die Geschichte eingebaut hat, was bei Night School ja nicht der Fall ist. Night School ist einfach nur eine Mystery-Romance-Thrill-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie man das Genre ganz konkret betitelt, aber für mich geht es so in diese Richtung und dieses hier ist tatsächlich Urban Fantasy und sie hat mein Urban Fantasy Herz höher schlagen lassen, hat mich total in ihren Bann gezogen und auch für diese Geschichte gab es natürlich 2017 5 Sterne. Das vorletzte Buch war eins, wo ich so gedacht habe, oh, dieses Cover ist so schön und es wurde im englischsprachigen Raum einfach so, so gehypt und für mich hört es sich auch im deutschsprachigen Raum einfach gut an und ich musste es haben und lesen und das Ganze habe ich mit der Antonia von It's Mit Der gelesen, an dieser Stelle liebe Grüße. Und Jasmin, falls du das noch nicht gelesen hast, dann musst du es dringend zur Hand nehmen. Und ich muss mit Antonia, wenn du das hier siehst, ganz unbedingt den zweiten Band jetzt zur Hand nehmen, denn der ist auch schon erschienen. Und es dreht sich dabei, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter, um Der Kuss der Lüge, die Chroniken der Verbliebenen von Mary Pearson aus dem One Verlag. Können wir bitte einmal kurz eine Sekunde dieses Cover würdigen? Dankeschön. Und ja, in dieser Geschichte geht es um eine junge Prinzessin, die verheiratet werden soll, deren Sinn aber eigentlich gar nicht danach steht, an einen wildfremden Mann verheiratet zu werden, nur um irgendwie eine Allianz zu bilden oder ihr Königreich, naja, eigentlich schon zu beschützen, eigentlich möchte sie das gerne. Sie ist die Jüngste in ihrer Familie und ihre Sinn steht einfach wirklich nicht danach zu heiraten, denn sie würde lieber weiter mit ihren großen Brüdern rumtollen und Erlebnisse haben und Ausflüge machen, natürlich heimlich, das darf keiner wissen, sie ist ja eine Prinzessin. Und hat das schickt sich eigentlich nicht für eine Prinzessin. Und trotz alledem ist es nun soweit und sie entschließt sich dann mit ihrer Hofdame zusammen zu fliehen und landet in einem kleinen Ort, wo sie in einer Taverne anheuert. Und auf einmal
treffen dort zwei junge Männer ein, die ihre ganze Welt auf den Kopf stellen. Denn nicht nur, dass einer von beiden ein Prinz ist und der andere ein Attentäter, sondern sie lassen beide ihr Herz höher schlagen. Und für wen schlussendlich am Ende der Geschichte ihr Herz am höchsten schlägt, das müsst ihr selbst herausfinden. Eigentlich soll dieses Buch ja dieses Geheimnis haben, dass man nicht weiß, wer Prinz und wer Attentäter ist. Ich tatsächlich habe mich da voll drauf eingelassen und habe mir gar nicht die Mühe gemacht, herauszufinden, wer ist, was mir ein absolutes Lesevergnügen verschafft hat. Viele von euch haben mir innerhalb der Rezension geschrieben, dass sie es wussten. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, das macht ja gerade den Reiz des Buches aus, dass man es halt nicht weiß. Und trotz alledem wusste ich es nicht, weil ich mich überhaupt gar nicht angeschränkt habe, es zu wissen. Und das war auch gut so. Und deswegen hat das Buch von mir 5 Sterne gekriegt, einfach weil es total cool war und auch dieses mittelalterliche Setting hat. Und ich weiß nicht, 2017 ist mein Jahr, wo ich genau auf dieses stehe. Und das habe ich mir bedienen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei 3 von 5 Büchern war es tatsächlich so. Und welches das dritte ist, das seht ihr jetzt, wenn ich dieses hier weggepackt habe. Mein letztes Buch, was eins meiner Halbjahresfavoriten war, ist Das Reich der 7 Höfe. Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Ich habe mich so, so, so krass auf dieses Buch gefreut. Einfach, weil ich die Autorin so mag. Ich habe von Throne of Glass zwar erst den ersten Teil gelesen, aber da hat sie mich schon so geflasht und umgehauen, dass ich mich sehr, mega doll auf dieses Buch hier gefreut habe. Und ja, gesagt, getan, eingezogen und gelesen. Und ich bereue nichts. Das ist ja eine Märchenadaption, die sich um Die Schöne und das Biest dreht. Wir begleiten hier unsere Protagonistin, die mit ihrer Familie ums Überleben kämpft und selbst jagen geht. Und eines Tages erlegt sie einen Wolf. Dies ist aber kein gewöhnlicher Wolf, denn es ist eigentlich ein Fay und einige Tage später tritt ein atemberaubend hübscher Mann mit einer Maske auf und dieser fordert ihr Leben gegen das Leben seines Freundes, denn er ist der High-Fay des erlegten Wolfes gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und sie sieht sich sehr, sehr schnell in einer Situation, aus der sie entweder lebend oder halt tot herausgeht, je nachdem, wie sie sich entscheidet. Und was sie für eine Entscheidung trifft und wie das Ganze ausgeht, müsst ihr selbst lesen. Mir hat's gut gefallen. Es bedient absolut dieses Fantasy-Element, absolut diese High-Fantasy-Welt. Es verbindet hier sehr, sehr viele Stilmittel, einfach diese Feengeschichte und gleichzeitig dieses Märchenelement und das macht es so, so besonders und so wunderschön und ich bin einfach geschmolzen innerhalb der Geschichte. Ich habe sie geliebt, ich habe sie gefeiert, ich habe es mit Genuss gelesen und ich kann es euch allen da draußen nur wärmstens empfehlen, weil es so toll war. Ich habe mir auch eine Stelle markiert, ich kann euch tatsächlich in diesem Moment gar nicht mehr sagen, was für eine Stelle das war und warum ich sie markiert habe. Ich kann es natürlich herausfinden. Ja, das war eine Stelle, die ich sehr emotional fand. Die will ich euch aber an dieser Stelle nicht vorlesen, weil sie einfach zu viel vorwegnimmt, meines Erachtens. Schaut einfach selbst bei diesem Buch rein. Ich finde es so toll. Ich freue mich auf den 2. Band. Der erscheint jetzt nämlich auch bald. Und ja, das war's von diesem Video. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen und schnell zu dem Video von Jasmin klicken und da vorbeischauen. Also tut das bitte auch, wenn ihr möchtet. Und ansonsten dürft ihr mir natürlich schreiben, welches eure Halbjahresfavoriten waren, welche Bücher ihr von diesen hier schon gelesen habt und dem Video auch gerne einen Daumen hoch geben oder mir ein kostenloses Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wo ich hoffentlich auch so über die Bücher schwärmen kann, die ich gelesen habe. Es muss bald wieder Neuzugänge geben übrigens, da dürft ihr auch gespannt sein. Jetzt habe ich euch ein bisschen angeteasert und jetzt mache ich Schluss. Bis dahin, bye meine Lieben.